Willkommen zurück zu Unravel. So, also das komische Geheimnis hier unten. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich denn mit dem Ofen oder was ich denn mit dem Holz machen soll. Aber es geht anscheinend hier oben weiter. Kann ich mich denn hier abseilen? Ah. Können wir uns schwingen? Prima. Juhu. Ja, also muss man echt sagen, manche Rätsel hier sind gar nicht mal so. Oh, ne? Oh, 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 das muss. Na, komm schon. Okay, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, was ich jetzt hier machen sollte. Jetzt haben wir uns erstmal ab. Okay, jetzt sind wir gleich wieder gestorben. Okay, das ist natürlich jetzt. Also das Level, das Rätsel hat jetzt mal wieder in sich. Ich kann jetzt hier drauf, da bricht das Holz ab. Okay, bricht das Holz ab, kann ich hier drüber hopsen. Ah, okay, ich war einfach nicht schnell genug. Nicht schlecht. Man merkt halt, es ist tatsächlich hier ein Moor. Okay. Ich habe mich gerettet. Aber da oben ist wieder ein neuer Garn. Den brauche ich auch. Ich bin nämlich schon ganz schön dünn geworden. Aber wie soll ich da oben dran kommen? Na, guck mal an. Ich habe ja nichts, wo ich dran binden kann.
Kann er auf den nicht draufklettern oder was? Was soll denn der Scheiß? Ich habe zwei bewegbare Objekte. Hätte ich den Stein hier drauf ziehen können, damit das runtergeht, durch eine Erhöhung. So, das ist das Rätsel. Sonst habe ich es ein bisschen verpackt, aber ich sage einmal absaufen. Also muss man wieder diesmal oben auf. Ja, das wird wahrscheinlich. Oh. Nein! Okay, positiv, ich kann das Ding. Da werde ich ja wahrscheinlich noch den zweiten Stein brauchen. Dann müssten wir das eigentlich schaffen. Oder auch nicht. Gibt's da jetzt wieder nicht. Jedes Mal, wenn man denkt, das ist so ein kompliziertes Rätsel, geht's eigentlich ganz einfach weiter. Das gibt's doch gar nicht. Na gut. Ein alter Traktor, cool. Damit die Klappe aufgeht, muss das da hoch oder weg. Das klappt nicht. Ah, prima. Thank you.
Klebeln lasse. Keine Ahnung, wie ich jetzt wieder da unten an diesen Knopf kommen sollte. Ne? Nein! Wieso kann ich mal einer schwimmende Wolle erfinden? Da kann ich den, da kann ich den hier oben. Ha, prima, Rätsel gelöst. So, und jetzt? So. Probieren wir jetzt mal hier irgendwo in die Richtung zu schwingen. Sollte das nicht klappen? Da ist aber, glaube ich, was mit dem Kampf. Jawohl, prima. Ach, diese Mücken. Oh, cool, ein Elch. Ja, wie geil ist das denn? Sieht da super aus. Gehen wir erstmal ein kleines Stückchen weiter. Ich will nicht mal anknicken. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Dass hier euch noch was glitzert, wo ich hochklettern kann. In dem Fall gehe ich jetzt erstmal geradeaus, oder? Na, da haben wir doch was, prima. Oh,
Okay, das ist nur das hier. Oh, das hat geklappt, tatsächlich wunderbar. Mehr Schwung. Ah, jetzt brauche ich hier die. Das gute Stück brauchen wir. Anna, wie du hast, kann ich mir gedacht. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ein Bügeleisen, in die Kiste. Jedenfalls, dadurch kommen wir doch hier hoch. Prima. Super. Da geht es euch nie hin. Okay, jetzt reicht's wieder nicht. Ah. So, aber jetzt reicht's bestimmt. Ich glaube, ich bin auch gleich mit dem Level durch. Sieht nämlich schon so aus. Jedenfalls wird's jetzt so schön hier. Herbstlich. Okay, Baum. Großer, großer Baum. Vorsicht, Baum fällt. Ja. Das sieht so geil aus, das Spiel. Und da haben wir auch schon wieder ein Erinnerungsstück. Würde ich jetzt mal sagen, das sind, ja, scheinen alles Knöpfe zu sein. Oder solche, ja, doch, Knöpfe, Stickereien, Erinnerungen, die wir hier sammeln. Yay, wieder eine. Super. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge.